Herzlich willkommen in meiner Chaos Kitchen. Heute will ich euch mal richtig super leckere Hotdog-Brötchen machen oder Hotdogs. Und dafür braucht ihr wirklich nicht viele Sachen und die sind super leicht. Zum einen brauchen wir dafür 500 Gramm Mehl, 8 Gramm Trockenhefe, 250 Milliliter lauwarme Milch, 60 Milliliter Öl, ein Ei, ein Teelöffel Salz und ein Teelöffel Zucker. Das sollten die meisten eigentlich auch sogar immer zu Hause haben. Oder fast immer. Und so ein kleines Schüsselchen Milch, falls der Teig nicht, falls er ein bisschen Feuchtigkeit noch braucht. Ich fange einfach mal an. Hier müsste mich die Hefe wieder auflösen. Dafür tue ich die Milch hier rein, in die Hefe. Mit einem Teelöffel Zucker. Oh, ich mache sogar noch weniger. Das ist ja nur als Hefestarter. Das ist euch überlassen. So. Dann tue ich die restlichen Zutaten schon mal ins Mehl. Zum einen der Teelöffel Salz. Dann das Öl. Und das Ei. Das kann ruhig jetzt da drin eine Minute oder so liegen bleiben, wobei die Hefe fängt schon an. Na, wir lassen sie noch mal ein, zwei Minuten stehen. Und dann machen wir weiter. Die Hefe geht langsam auf. Wie ihr seht, wenn die so hochkommt quasi. Sonst liegt die ja nur so triste da drin. Jetzt können wir das nämlich alles mal so aufrühren. Und in den Teig. Und jetzt wird geknetet. Ihr könnt das wie immer mit der Maschine machen. Ich mache es von Hand. Wie der Teig aussehen soll, das seht ihr ja gleich. So soll jetzt natürlich noch nicht aussehen. Der wirkt zwar jetzt relativ feucht, nur der Teig, aber der ist mir trotzdem noch ein bisschen zu trocken, weil ich gerade erst angefangen habe mit dem Kneten. Man merkt auch, wenn er sich schwer so ziehen lässt. Dann immer wieder mal so ein bisschen die Hände nass machen und so nur Milch mit einkneten. Da wird der immer leichter, immer fluffiger. Nur nicht zu viel Milch auf einmal, weil dann habt ihr den nachher so matschig und dann kriegt ihr den auch nicht mehr weich. Wenn ihr jetzt von Hand knetet. Aber mit der Maschine werdet ihr dann auch relativ schnell merken. Kommt halt hier wirklich immer darauf an, welches Mehl man kauft. Deswegen kann ich so gar nicht das Maß genau sagen, wie es jetzt zum Beispiel in Deutschland ist. Boah, da merke ich auch schon mehr, da brauche ich Milch. Auch wenn dann anfangs vielleicht ein bisschen matschig ist nachher, aber das wird. Der Teig ist jetzt soweit gut, hat eine sehr gute Festigkeit, Konsistenz. Ich räume den jetzt hier noch so ein bisschen ein. Und dann lassen wir den Eimer in der Schüssel abgedeckt nochmal so, ja, sich verdoppeln ungefähr. Oder knapp verdoppeln. Und dann machen wir gleich weiter. Der muss halt auch eine gewisse Feuchtigkeit haben, damit die Hefe vernünftig arbeiten kann. Das dürft ihr nie vergessen, weil wenn der Teig zu trocken ist, dann geht die Hefe auch nicht auf. Dann sehen wir uns gleich wieder. Unser Teig hat sich ein wenig mehr als verdoppelt. Ja, es ist zu warm hier. Aber das ist auch nicht schlimm, das ist ja eher positiv. Den nehmen wir uns jetzt raus. So, und jetzt teilen wir uns den in 10 Teile. Wir haben ungefähr so kleine Bockwürstchen. Hätte ich eigentlich auch rausholen können, aber können wir auch gleich machen. Und deswegen, wir haben es jetzt mal ausprobiert und 10 Brötchen quasi reicht, dass wir diese Größe hinkriegen. Ihr könnt die natürlich machen, wie ihr das jetzt möchtet oder wie groß eure Bockwürstchen dann sind. Das ist ja dann jedem selbst
kann jeder selber entscheiden. Ungefähr. Ihr könnt es auch abwiegen, aber das machen wir jetzt nicht. Irgendwann kriegt man eh so ein Gefühl dafür. Jetzt knete ich mir das noch einmal hier durch, einmal nur so grob, und knete das quasi zu so einer Rolle und roll mir das dann nachher nochmal. Das ist ja ungefähr so groß, wie eure Würstchen jetzt dann sind, eure Bockwürstchen, und lege mir die erstmal da drauf. Und das machen wir jetzt erstmal mit allen. So, das sind jetzt unsere 10 Brötchen. Die drücken wir jetzt noch einmal platt. Verteile die noch einmal gleichmäßig. Dann decken wir uns die gleich ab und lassen die dann nochmal so 20 Minuten, eine halbe Stunde gehen. Ihr könnt ja in der Zwischenzeit schon mal eure Zutaten schneiden, die ihr da drauf haben möchtet. Wir haben Gewürzgurken, geröstete Zwiebeln und Chilis. Also Chili-Stückchen. Und Soßen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Unsere Brötchen sind aufgegangen. Ich die auseinander. Na, sehr aufgegangen. Das Wetter meint es echt gut hier mit uns. Ich pinsel die jetzt noch kurz mit Milch ein und dann tue ich die in den Backofen. Ich habe den jetzt gerade auf 175 Grad Umluft vorgeheizt. Könnt ihr dann auch machen. Und dann werden die noch so eine Viertelstunde ungefähr gebacken. Und dann müsst ihr halt gucken, den Bräunungsgrad, den ihr haben möchtet. Ich bringe den jetzt gleich in den Backofen und dann bereiten wir den Rest schon mal vor. Also eigentlich die Würstchen warm machen. Das andere solltet ihr wahrscheinlich auch schon fertig haben. Und dann warten wir eigentlich nur, bis diese super leckeren Brötchen fertig werden. Unsere Brötchen sind fertig. Nicht ganz so schön wie gekauft, aber dafür um Längen leckerer. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal einen Hotdog. Martin hat gesagt, ich soll keinen Hotdog für mich machen, weil den will keiner sehen, weil ich so wenig da drauf mache. Deswegen mache ich ihm jetzt einen. Einen mit alles. Okay. Ja, die kommen gerade aus dem Backofen, also noch leicht heiß. Guckt euch schon mal die Brötchen an. Wie fluffig die sind. Ihr seht auch, wie groß sie aufgegangen sind. Also bei mir ist das immer überschaubar. Deswegen, Chef sagt, Wurst rein. Mayo. Bei mir kriegt er mal die Sparpackung. Er wird sich wahrscheinlich mehr drauf machen. So. Und den Senf. Dann Gewürzgurken. Viele, ja, ne? Kann man, spricht nicht, also so. Chilis. Und die Röstzwiebeln. In Deutschland habt ihr Glück, ihr habt die besseren Röstzwiebeln. Ich bin normalerweise immer für Frisches, aber hier die frischen Röstzwiebeln sind natürlich auch lecker, aber die getrockneten sind doch nochmal eine ganze Stange geiler. Und ihr könnt euch den natürlich belegen, wie ihr wollt, aber die Brötchen sind echt mega, ehrlich.
So einfach gehen. Zugang. So einfach gehen selbstgemachte Hotdog-Brötchen. Ihr müsst nicht immer alles teuer kaufen. Frisch gemacht schmeckt eh viel besser. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!